In einer Klinik in Wien kommt es in den 1980er Jahren vermehrt zu Todesfällen von älteren Patienten. Doch auffällig fand das lange Zeit niemand. Immerhin handelt es sich bei den verstorbenen Personen ausschließlich um ältere Menschen. 7. April 1989. Ein junger Kriminalbeamter wird ins städtische Krankenhaus in Linz gerufen. Grund dafür ist ein diesmal verdächtiger Todesfall. Doch zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, dass über Jahre hinweg 4 Hilfsschwestern Sterbehilfe leisteten. Dies kam erst ans Tageslicht, als einer ihrer Todeskandidaten überlebte und sprach. Waltraud Wagner, Irene Leidorf, Stefania Meyer und Maria Gruber arbeiteten Ende der 1980er Jahre in der ersten medizinischen Abteilung des Krankenhauses Linz in Wien-Hietzing. Aufgrund eines zu der Zeit nicht unüblichen Personalmangels kam es dazu, dass die 4 relativ schnell mit Aufgaben betraut wurden, die eigentlich nur diplomiertes Fachpersonal übernehmen durften. Es sei eine gute Idee gewesen, dachte man damals. Jedoch sollte man erst viel später feststellen, dass dies ein riesengroßer Fehler war. Im Nachhinein ist es schwer zu rekonstruieren, wie die 4 Frauen, die sich eigentlich der Rettung und dem Erhalt von Leben verschrieben hatten, zu selbsternannten Herrinnen über Leben und Tod wurden. Als treibende Kraft gilt heute Waltraud Wagner, die nach eigenen Angaben im Jahr 1983 einer schwerkranken Patientin den Wunsch nach Sterbehilfe erfüllte, und zwar mittels einer Überdosis Morphium. Wagner überzeugte schnell 3 ihrer Kolleginnen. Leidorf, Meyer und Gruber sind diejenigen, die sie bei den Morden unterstützen sollten. In den Zigarettenpausen soll dann oft entschieden worden sein, wen ein Bett im Jenseits erwartet. Patienten, die besonders viel Arbeit machten, hatten so nur wenig Chancen, die Zeit auf der Station zu überleben. Die 4 Hilfsschwestern verabreichten ihren Todeskandidaten entweder eine Überdosis Insulin, Morphium oder sie griffen auf das Schlafmittel Rohypnol zurück. Besonders grausam war eine Methode, die die 4 Frauen vor Gericht verharmlosend Mundpflege nannten. Eine von ihnen schüttete dem Patient Wasser in die Kehle, während die andere den Kopf fixierte, bis das Opfer erstickte. Dass eine Krankenschwester ohne ärztliche Aufsicht undokumentierten Zugang zu so schweren Medikamenten hat, ist heute unvorstellbar. In den 80ern sind die Kontrollen jedoch ungenau und so wurde vieles mit einem Augenzwinkern und österreichischer Lässigkeit geregelt. Generell konnten alle 4 Täterinnen relativ unbekümmert und selbstständig agieren. Weder der erhöhte Medikamentenverbrauch noch sonstige verdächtige Vorgänge wie zum Beispiel die erhöhte Anzahl der Toten in den Nachtdiensten, die alle 4 nutzten, um zu morden, wurde hinterfragt. Das Morden endete schließlich im April 1989, als Patient Franz K. regungslos am Flur des Krankenhauses gefunden wurde und wegen einer Überdosis Insulin behandelt werden muss, obwohl dieser gar nicht zuckerkrank war. Daraufhin wurden polizeiliche Ermittlungen eingeleitet. Die 4 Hilfsschwestern wurden beurlaubt und kurze Zeit später verhaftet. Die 4 Frauen zeigten sich geständig. Wagner wird von den anderen als der kaltblütige Kopf der Bande beschrieben. Am Ende werden Wagner und Leidolf zu lebenslanger Haft verurteilt, Meyer und Gruber zu mehrjährigen Haftstrafen. Insgesamt 42 Morde und fahrlässige Tötungen kann das Gericht den Frauen nachweisen. Doch bis heute ist die tatsächliche Zahl der Opfer, die auf die 4 Linzer Krankenschwestern zurückzuführen sind, unklar. In den ersten Verhören gibt alleine Wagner detailliert 49 Morde zu, widerruft aber vor Prozessbeginn ihr unterschriebenes Geständnis. Die Ermittler und Ärzte sind angesichts der hohen Opferzahlen geradezu ohnmächtig. Phasenweise ist von insgesamt bis zu 300 Morden die Rede. Medien rissen sich um diesen Fall und brüsteten sich mit geschmacklosen Grenzüberschreitungen, wie zum Beispiel die Veröffentlichung der privaten Wohnadressen der in U-Haft sitzenden Frauen, bis hin zur Publikmachung äußerst untergriffiger Vernehmungsdetails. Unter anderem werden die ausdruckslosen Fischaugen der Hauptangeklagten erwähnt, die einer der Ermittler vor Gericht beschreibt. Aber was die Kronzeitung sich in diesem Fall leistete, war absolut nicht zu überbieten. Diese behaupteten nämlich, Waltraud Wagner einer Nebentätigkeit als Geheimprostituierte auf die Spur gekommen zu sein. Ein Informant trägt der Zeitung zu, dass Wagner in einem Animierlokal das Schweinchen, das alles macht, gewesen sei. Andere Medien zögerten hingegen noch, diese unglaublichen Vorwürfe zu übernehmen, während sich die Kronzeitung in einen Rausch schreibt.
Zusätzlich zum Nebenjob als Animierdame in einem Nachtclub in Wien soll die geile Trude auch als Callgirl gearbeitet haben. Fieberhaft wird nach einem Adressbuch mit Kundendaten gesucht. Doch nach 4 Tagen äußerst geschmackloser Berichterstattung stellt sich heraus, es gab eine Verwechslung. Tatsächlich waren die beiden Frauen wirklich Kolleginnen in Linz, hießen ähnlich und sahen auch ähnlich aus. Nur, dass sie zu verschiedenen Zeitpunkten im Krankenhaus gearbeitet haben. Kleinlaut räumt die Kron-Zeitung das Missverständnis ein, während Wagner aus der Haft heraus in die Gegenoffensive geht, das Boulevardblatt verklagt und gewinnt. Die Kronenzeitung muss daraufhin eine umfangreiche Entgegnung abdrucken. Über mehreren Seiten muss sich das Boulevardblatt ausführlich von der falschen Berichterstattung distanzieren, nur um dann mit einem nicht minder geschmacklosen Foto von einer frivolen Feier im Krankenhaus nochmal nachzutreten. Fast 30 Jahre nach der Aufdeckung der Mordfälle erinnert in Linz nichts mehr an die Vorfälle von damals. Das Personal ist längst in Pension und nach einer grundsätzlichen Umstrukturierung heißt es jetzt Krankenhaus Hitzing. Die 4 Krankenschwestern befinden sich mittlerweile alle wieder auf freiem Fuß. Stefania M. wurde nach 15 von 20 verhängten Jahren entlassen. Maria Gruber verbüßte 12 der verurteilten 15 Jahre. Die beiden Haupttäterinnen Wagner und Leidorf wurden nach 19 Jahren ihrer lebenslangen Haftstrafe gemäß der üblichen österreichischen Justizpraxis im Jahr 2008 auf Bewährung entlassen. Wie viele Menschen sie tatsächlich, alleine oder gemeinsam getötet haben, bleibt bis auf weiteres und wahrscheinlich für immer unklar.